versenken wir dieses Projekt in der Grube mitsamt den Plänen zur Neubaustrecke und machen das im Herbst klar. Und wenn wir das im Herbst nicht schaffen bei der Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans, dann spätestens im März 2011 bei der Landtagswahl. Vielen Dank. Trotzdem freuen wir uns ganz herzlich, dass wir heute diesen Anstieg machen können. Ganz besonders freue ich mich, dass sehr verehrte Frau Kretschmann, liebe Gerlinde, dass du hier die Patenschaft übernommen hast und dem ganzen Projekt damit auch, glaube ich, ein richtig gutes Zeichen gibst und setzt. Und wir freuen uns alle, dass es heute der Beginn eines guten und wichtigen Projektes hier vor dem Tor Ulms auf der Schwäbischen Alb ist.